Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute ja, World of Warships und ja, mit der T, nicht V, T22, ich sage immer gern VT, weil es sieht so aus, als ob es zusammengehört, aber nein, das V steht für Stufe 5. So, Sichtweite, Feuerreichweite für die Hauptbatterie 9,1, Torpedowerfer 7,5 und die beste Flak von uns hat auch eine Reichweite von 4,5, Erkennbarkeit zu Wasser 6,5. Dann auf in den Kampf, ich fahre gerne hier an die Seite, obwohl die letzten Male ich da nicht so viel Erfolg hatte, aber... Vielleicht kommen die anderen beiden Zerstörer auch noch und vielleicht noch ein, zwei Schlachtschiffe. Das wäre schön. Wie ihr seht, haben wir zwei Bases, die wir einnehmen oder eingenommen haben. Ziel ist es, die andere Base einzunehmen oder den Feind zu zerstören. Ah, einmal einen Schluck Kaffee. Kaffee meine ich. Es sind zwar gefühlt draußen 30 Grad, aber das heißt ja nicht, dass man keinen Kaffee trinken sollte. Pau 170. War das der VD? Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Coole Flagge da hinten. Stufe 4, okay. Wusste ich doch, kommt mir bekannt vor. So, und da haben wir schon den Spaß. Brenn. Nichts getroffen. Nebelwerfer gestartet. Da ist der nächste. Unsere Belohnung wäre das Schlachtschiff oder eins der Schlachtschiffe. Ah, jetzt dann auch schon losgelassen. Jo! Am Volltreffer. Der war gut. So, und ich hoffe, die Belohnung fährt nicht weiter ran. Und der andere hat den anderen Zerstörer auch zerstört, wenn ich das gerade sehe. Wuhu! Das heißt, 4 Zerstörer gegen 2 Zerstörer. Der Rest ist erstmal nur... uninteressant. Aber da hinten kommt schon der nächste. Ja, ach, da hinten rechts. Unser Team hat die Führung übernommen. Und ein Schlachtschiff ist weg. Wunderbar. Die fallen ja wie die fliegen. Gefällt mir. Gefällt mir. Wir fahren mal der V-170 hinterher. Leichten Schaden bisher kassiert. Alles noch hinnehmbar. Ah, ich weiß, was er will. Und ich will es auch. Und ist der hinter der Insel oder vor der Insel? Hinter der Insel. Ja, er macht eine gute Arbeit. Ich brauche mehr Power, Power, Power. Maschinenboost aktiviert. Irgendwas, was nah ist. Und sofort drehen. Jetzt sind wir gleich tot. Ein bisschen ausweichen. Die arme Insel tut mir leid. Da stand nämlich gerade eine Schafstelle, die hat es gerade voll zerlegt. Explodiert. So,
Wir haben etwas getroffen. Noch was? Noch was? Was? Lebt noch? Frech. Ja, scheiße. Scheiß verkackte Insel. Yes! Er hat sie gekillt. Super. Super. Muss ich mal schleimen. Wup, wup. Ne, 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 ne. V170. So. Miyogi. Dich will ich haben. Perfekt. Unser Rückzug. Fährt er bei mir? Fährt er hin? Er brennt. Ah, ich brauche mehr Energy. Fahr, 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 fahr. Das heißt, er ist in Fahrtrichtung der Torpedos. Ganz schlecht. Oh, er dreht. Er dreht. Maschinenboost deaktiviert. Schade. Wir versuchen es trotzdem. Und einmal dahin. Viel Spaß beim Brennen. Ah, ich glaube, das mit den Torpedos wird nichts. Unser Sieg ist in Sicht. Ich will noch was killen, verdammt. Ja, hol sie runter. Wichser. Wo sind die Torpedo-Flugzeuge? Also mit Torpedos sind sie weitergeflogen? Schweinebacken. So. Oh, wir haben gewonnen. Och Mann. Alter. Erstmal. Was ist los? Ich wollte noch weiterkämpfen. Oh. Ich guck gerade auf die Zeit. Es sind nicht mal 10 Minuten. Ging ja flott. Das ging flott und ich habe auch ein paar Torpedos versenkt. Leider. Also dieses eine Schlachtschiff, ne? Hat 3 von meinen Torpedos gefressen. Aber wollte einfach nicht sterben. Da konnte der andere Kollege einfach draufballern und seine Torpedos hinterherjagen. Na, war eine kurze, gute Runde, würde ich sagen. Doch, hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, ein Abo wäre noch besser. Und ansonsten sage ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!